Schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zur letzten Emission für das Jahr. Aber fangen als Emission von heute an mit dem Gläschen zu Stesel an der Gemeinde. Am Donau gehen wir an den Kultursaal auf eine Scheck-Überreichung für Telef an Haiti. Hierher zu kommen und dafür neben Gläschen und am Nummer der Kammer ein herzliches Merci. Und ich kann mir auch vorstellen, dass noch das Jahr nicht mit eigenen Händen hierher kommen. Merci an alle aktiv Beteiligten, die massiv zur Realität von diesem Mittag beitragen, engerseits von Gläschen und schwarzen Sprüchen kommen an der Kutsch, zuständig für den Transport, der Polizei kann die Kammer und die Pumpchen, zuständig für die Sicherheit. Natürlich auch der Harmonie für ihren musikalischen Anfang mit dem Kameramann. Und nicht zu vergessen, die Gemeinde Werkstatt und die Gemeinde Verwaltung, die bei so Organisationen einfach nicht mehr überstehen. Heute und Abend ist es heute bedeutet, dass Tristan und Lehrmann scouten, die wir am Norden wie auch immer umgehen, am Dach haben die Hilfe am Service und hinten auch ein großes Merci. Ich hoffe, ich habe okay vergessen. Ein Fest hier als Kammer, wo wird okay vereint, sich zu bereichern, sodass die Idee durch den integralen Alles zu spenden, als wäre es ein Tiefen und mehr, wenn wir der Meinung sind, dass es da gut investiert ist, in den Leuten, die Handicap und den Alltag zu erleichtern. So gut auch dieses Jahr, ich habe ja gestern ein Check am Tisch. Du wisst, dass der Feierende da was für Kalle, wie sie Frieden tun, wie sie sich bei den Nähe fanden, wie sie zusammen auch nach sich können amüsieren im Sinn, wo es ganz frei ist und kein Gefühl ist, dass alle an alle Sekretärin kann aufhören. Wir wissen noch, dass sie alle mit beschenkt werden, das können wir nicht verzeihen, aber wir wissen, dass der oft dann auch samtlich denke, bei sich rumkommt. Denkt aber auch alle Möhren und Dinge. Ich denke, dass alle Möhren, die nicht an derselben Situation sind, wie wir alle Möhren sind an der Welt, können viel Arbeit an deinem Leben, an dem, dass der etwas mit dem Recht behält, dass er nicht zurückkommt. Hallo, ei, ei, ei. 1, 2, 3. Ei, 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 nur was für Gläschen heut. Wenn wir schütteln, es am Bieren, der Junge, jo, also gern. Ei, 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 nur was für Gläschen heut. Oh, 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 wenn du sie glaubst, du. Bring das andere Glück, ne Gute, oder das noch lang die Gute. Oh, 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 wenn du sie glaubst, du. I, 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 der schwarze Krieg als Lied. Dann
Schleswiger Gemeng, die hat uns invitiert, für ein bisschen Vortrag zu halten, über das Arbeitsteam auf heute machen. Vor allem über die Rekonstruktion von der Schule, wo die Schleswiger Gemeng als Aktion von Haiti wirklich unterstützt hat, für die können zu bauen, Motoren, aber nicht nur Motoren. Wir sind also in der Zeit von also mit administrativen Sachen geholfen. Die Schule müssen dort erneuert gehen. Das hat müssen über die Gemeinde von Carrefour auf Haiti laufen. Und da also Kontakt entstanden, den hast du wirklich geholfen hat, für den Entwarnement dort zu ermöglichen. Und heute Abend ist dann ein Scheck, ein remisierter Scheck, wo wir dann ein paar die Suchen kriegen. Und wir dann merci zu sagen, weil wir heute Abend ein paar Bilder für als Schule auf der Platz abgerichtet gehen. Im Jahr 1995 als Gemeinde Schlesien ein Kleberbündnis gemeint, wo sich viel geholt wird, für im Bereich von der Nachhaltigkeit aktiv zu sein, für Gerechtigkeit auch an der dritten Welt leben zu schärfen, auch Gerechtigkeit von also besser gestalteten Städten, parapropos zu sehen, die nicht so gut gestaltet sind, wo wir meinen, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist. Wir haben 1,2 Milliarden Leute, die wirklich in der Welt an extremer Armut leben. Und das ist vielleicht auch für die besser gestaltet, für denen zu helfen, auch ganz besonders Gemeinden. Wir haben also an unserem Budget einen Kredit vorgesehen von 15.000 Euro all Jahr für eine dritte Welt zu investieren, für das Projekt zu investieren, für spezifisch visiert, zibliert das Projekt zu unterstützen. Wir gehen nicht mit der Geldskanne, aber für Haie wenig zu gehen, nur wenig zu gehen, für präzise Projekte zu unterstützen. So wie wir uns im Jahr 2012 vorgeholt mit der Aktion Avenir Haiti und der ONG-Aktion Solidarität Diamant ein Aufkommen gemacht für diese zwei Hilfsorganisationen Haiti 10.000 Euro und für dort zu investieren und der andere Aktion. Solidarität tritt hier mal 5.000. Ich schaffe für eine Organisation, die heißt Aktion Solidarität Diamant, ASDM. Wir unterstützen ein Afrika-Projekt am Togo und am Burkina Faso. Und wir laufen ständige Projekte für am Togo, am Bereich Gemüseanbau und Feldzucht. Ich finde, dass alle Leute, die laufen, die sich morgen interessiert sind, merci zu sagen, dass sie hinkommen sind und sich erleben, und auch, dass wir die zwei Schrecken direkt überreichen. Symbolischer Form, ist selbstverständlich, das geht natürlich, wenn wir in der großen Schreckheit weisen. Wir werden ja wohl in den nächsten Dichtern das Geld überweisen, für wir wissen, dass es ganz gut, dass es ganz gut investiert geht. Thank you.
gegangen as et mat engem Flomet am Joer. Well dës Initiativ vun den Stesler Pumpchen so grussen Suchse hat, sinn wir mittlerweilen op 2 März d'Joer. Hei fan den alles, vum Buch, DVD oder kompletten Service. Aus der gute aller Zeit, versteht sich. An do frem reist da schon am Enkeer op den nächste Flomet. Zum Schluss vom Joa geht es dann nur noch ganz unterhaltsam mit Kabarett und Musik. Und das alles aus dem Kultursaal von Stesel. Als erstes sehen wir einen Mitschnitt von Monique Melsen und Marcel Heinz singen ihrem aktuellen Kabarettprogramm «Wie weit ist es bis Alaska?», wo wir freundlicherweise dürfen ein paar Minuten ausstrahlen. Und dann gucken wir uns einen Mitschnitt an vom Luxemburg Jazz Orchester. Das Haus an der Provence hat auch keine Treppen. Und wer dir aber zu wehren? Und der Provence wird dir zu wehren, um Alaska wird er zu kehlen. Du wirst noch nie fest wohnt. Von der Ballefall kein Haus an Alaska kehlen. Da bleibt der Rosi aber immer schön kühl. Wer ist dann noch mit deinen Katalogen? Hey. Nichts mehr sind darauf noch gut auf Form. Kommen wir vor den Eikern zusammen an Vakanz. Mit zwei, ganz allein, ohne Irgendein. Ohne Irgendein? Wie sollte man dann noch Mathe holen? Kann man werden, wenn man dort dann muss ich für Mathe holen. Oder ob man es mal bezuhlen. Aber wie wird man dann das Kehr hier vor? An Nein, ich will nirgends mit Mathe. Nicht an Alaska, nicht an Amerika, nicht an Australien. Das will ich ja nicht wollen. Nicht an Alaska, und nicht an Amerika, und auch nicht an Australien. Mehr? Nein. Ja, doch! Afrika wäre noch immer mein Traum. Nein, aber nicht. Hör gut nochmal. Am Santa Fini drehst du von Afrika. Aber machen jetzt mehr an Afrika. Du weißt genug mehr. Okay. Mit dem reden noch Peisch quasi auf uns. Stehst du für uns Christ dafür? Oh, vielleicht stimmt ja ein Christ quasi. Ja, Mamsel ist bis auf Bethlehem an der Stall. Von da am Esel rüber bis auf Jerusalem. Bis Ostern müssen wir dort hin. Und dann gucken wir uns nach Kreuzigung an. Und dann kommen wir mit Flammen und der Peitsch quasi an den See. Und das ist bethlich. Kein Königin? Mach so schon! Da pech quasi, als ich nicht mehr Königin. Das ist anders, dass du in der Weh. Du riskierst so gut, den ich kann auch nicht. Kein Königin? Das ist kein Königin an der Zeitung. Wir sind das Fachbegriffnisfrei. Fachfrei bringst du. Da wird man auch bis dann zum Nandersheim an der Mäuen in der Pendel in allen. Du passt auf! Leicht, unmöglich. Übrigens,
Ich brauche nicht bis auf Peisch Quasiat zu fahren, für meine Kamera zu sehen. Wir waren noch gestern bei sie essen. Schon vergiss. Ich sehe auch nicht so wild, dass ich nur unbedingt auf die Quasiat zu gehen. Oh, aber die wissen sie nie. Für 10 Jahre hatte ich das mit Alaska auch nicht echt geholt. Und ich habe mich im Sinn erzählt, sich an einem Mikro zu zittern. Du hast wirklich alles entstanden. Effektiv, Marcel. Kannst du mir das so richtig überlegen? Beim Schiff? Vergiss es! Du hast einen dicken Kopf. Ja. Ja, wenn ihr nicht richtig um 1:30 hin könnt. Ja. Wo wärst du da so lang? Am Bistro. Ja. Oh, Marcel, jetzt sprudelt der Moin, aber nicht mehr so als ihre Raps. Muss ich da alles erst dann durchziehen oder schwätzt du vom selben? Ja. Hast du die Pants voll? Ja. Ja, das hab ich gemerkt. Also, wir müssen zwei Monate nur erfüllen für die Betze geholt. Du hast übrigens noch dieselbe Kleidung wie gestern. Grüß dich nicht mehr, du. Nee. Brauchst du halt eng Dübelration, Pölle? Nee. Marcel! Oh, das ist mir nicht an wie viel. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Was gibt da sonst noch Leute? Mit wem wärst du da so lange bei Marischen? Du wärst wie bei Marischen, oder nicht? Wie soll ich da sonst gewischt? So, was weiß ich? Ich war mit Emil zusammen. Mit Emil? Bis Feierabend? Na, die zwei ist viel zu viel. Ja. Marcel, du nervst mit dem Geschwätz. Den Emil kriegt seine Lust nicht voll. Wie eine Lust kriegt den Emil nicht voll? Auch für die Menge Wahlen, Lohr. Das hat ihm mir gefehlt. Vertiescht du mit mir? Fehlt dem Luke eben? Nee. Ist die verrückt? Marcel, was heißt das? Heißt das, dass dem Emily gefehlt wird, bis das Tisch begegnet wird und ich den ganzen Abend lang bequatscht wird und ich weiß nicht noch, wie viele Hupen hat noch wem und von dem gefehlt wird? Ja. Nee, Marcel. Marcel, das ist nicht wahr, gell du, Marcel? Heißt das, du gehst mit Emil an die Gemenge werden? Ja. Also, Monik, lauscht mal, ich will da ein bisschen. Halt, Mund! Hallo, schwätze dich! So, Lumon, da renke ja alles von vier, für das steht ganz doch richtig verstehen. In allen Topern. Wer geht denn in anderen allen Topern? Zwei Erdtopern, die schütten sich den ganzen Monat lang Bier an den Kopf, bis doch den einen Erdtopern und den anderen Erdtopern am Gemenge fällt. Ist das richtig? Marcel! Ja! Du bist du sie doch da raus! Was macht denn Emil aus dem Kollege schlecht drin? Oh, denn Emil aus dem Kollege schlecht drin! Ich renne den Emil mit dem Fuß am Nerv, wenn ich den nächsten sehe. Am Tisch nur direkt. Steh auf! Ich sprich in dir den Hals. So, klammerlend, ich will den im Reichen Pferd auf Pfannenschlift. Wenn du gerade schaut, ihr Nimmbrot. Was am Gang mich zu bringen? Marcel. Was ausgelesen dir so langweilig? Brennst du in neue Herausforderung? Oder hast du just
sneeuw valt in om al drafussigen. Wat is er dan erbij? Ik kan je sowieso niet gevieren. Zo? Kanst du mir da vielleicht den höheren Interesse von dem ganzen Manöver erklären, wenn du noch schon weißt, dass du nicht gewählt bist? Ich wollte mir just aus der Not helfen. Ich fand eben nicht genug Leute für ob sie Englisch dann tun. Ich habe sie eben mein Freund. Auf jeden Fall finden dann nicht genug. Da muss ich auf Englisch werden. Du wärst die Quoten der Quotendärbe von dem Ganzen. Thank you.
scarlet billows start to spread. Fancy Gladstone, where's my key, dear? So there, and for the trains of red. On the sideboard, on Sunday morning, talking old, lies the body of who's in line. Someone sneaking round the corner. Could that be old Mac Line? From the truck pole, down by the river, don't you know? Salmon back is dropping down. Das Programm für Haut. Hallo, bleibt mal so schnell übrig, wie ich alle guten, einen wunderbaren Christtag zu wünschen, einen guten Rutsch an das neue Jahr. An Television Stesel sieht ihr den 15. Januar 2015 mit einer neuen Emission. Ich sage euch für Haut, merci für's Zugucken und bis geschwind.